Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute zwei Überraschungseier und drei Blindbags mitgebracht. Genau, wir haben nämlich ein Kinderüberraschungsei, wir haben hier dieses My Little Pony Überraschungsei und wir haben drei Disney Wikis Blindbags. Und ich fange schon mal an, das erste Ei auszupacken, nämlich das My Little Pony Überraschungsei. Also los geht's. Ich bin wie immer schon gespannt, was wir wohl bekommen werden. Deswegen muss ich ja schon mal direkt die Folie abziehen, um das Ei auszupacken. So, Folie ist ab. Nein, noch nicht ganz. Hier drüben hängt auch noch Folie dran. Aber mit so ein bisschen Kraft kriegt man das Ganze auch noch ab. Und dann schauen wir mal, was hier wohl drin ist. So, da müssen wir mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich kann hier nämlich schon Süßigkeiten entdecken. Genau, das sind wieder diese typischen rosa herzförmigen Süßigkeiten, die wir öfters hier an diesen Überraschungseiern, gerade in den My Little Pony Eiern finden. Ich packe die mal beiseite und dann gucken wir mal, was wir noch haben. Genau, hier gibt es so einen kleinen Guide, da kann man drinnen sehen, was man alles finden kann. Kämme, Ringe, Haarspangen, verschiedene Spielzeuge. Und wir haben natürlich einen Aufkleber. Und das sieht doch definitiv nach Rainbow Dash aus. Genau, wir haben hier Rainbow Dash. Okay, ziemlich bunt, das ist auf jeden Fall Rainbow Dash. Und das ist ein Spielzeug, ein My Little Pony Spielzeug. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das hier eigentlich sein soll. Das sieht aus wie so eine Kappe, die man hinten auf einen Bleistift draufstecken kann. Und drauf ist ein kleines Pony. Und guckt euch mal das kleine Glitzersteinchen an der Seite an. Eine ziemlich niedliche Sache, wie ich finde. So, bevor wir dann das Kinderüberraschungsei aufmachen, schauen wir uns erstmal an, was hier in diesen drei Disney Wikis Blindbags ist. Ihr kennt die bestimmt. Hier drin sind meist so kleine Disney-Figuren von verschiedenen Disney-Filmen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wen wir hier haben. So, das ist unsere erste Figur. Hier haben wir Mulan. Genau, das ist definitiv Mulan. Und zwar haben wir die Figur und den Aufkleber dazu. Gefällt mir ziemlich gut, wie ich finde. Ja, genau. So, ich packe Mulan mal beiseite, denn wir haben noch zwei weitere Blindbags hier in diesen Einkaufswagen. Wir machen mal weiter mit diesem Blindbag. Ja, vielleicht kriegen wir ja Olaf den Schneemann oder eine Figur von Disney Cars oder eine Disney-Prinzessin. Ich habe natürlich keine Ahnung. Und, oh, kennt ihr den hier? Ich glaube, den kennen vielleicht viele von euch nicht. Das ist Jiminy Grille. Genau, definitiv Jiminy Grille. Und das ist sozusagen eine Figur von Pinocchio. Ich glaube, das ist sozusagen das gute Gewissen von Pinocchio. Also wenn ihr noch nicht Pinocchio gesehen habt, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Die Geschichte ist ja schon so ein bisschen älter. Und das ist jetzt das nächste Blindbag. Das letzte Blindbag, bevor wir dann das Kinderei öffnen. Und genau, wen haben wir hier? Das sieht aus wie Violetta von Die Unglaublichen. Genau, das ist von Die Unglaublichen. Violetta gefällt mir auch mega gut. Also, wir hatten coole Figuren bis jetzt gehabt, von daher bin ich schon mal gespannt, was sich jetzt hier in diesem Kinderüberraschungsei befindet. Vielleicht haben wir auch hier Glück und kriegen eine tolle Figur. Schauen wir doch einfach mal nach, oder? Also los geht's. So, das Gras packe ich mal beiseite, das war nur zur Dekoration da. Wir öffnen das Ganze jetzt gemeinsam. Ja, und ich hoffe, ihr wollt auch unbedingt wissen, was sich hier drinne versteckt. So, dann machen wir jetzt noch die gelbe Kapsel auf. Und ich kann schon wieder was Blaues sehen und was Orangenes. Und es sieht so aus, als hätten wir einen orangenen Frosch bekommen. Ja, den kennen wir schon. Das ist so ein orangener Frosch mit einem Pinsel dran. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Farben, die hier dabei sind. Damit kann man also ein Bild malen, wenn man möchte. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal ein Bild gemalt und was habt ihr da gezeichnet? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, dass wir einen Frosch bekommen haben. Ich habe zwar noch nie einen orangenen Frosch in der Natur gesehen. Ich kenne die eigentlich nur grün. Aber von daher ist es auch nicht so schlimm. Er gefällt mir trotzdem sehr gut. Also Leute, was war euer Lieblings-Blindbag für heute? Was war euer Lieblings-Überraschungsei für heute? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich fand die Disney-Wikis-Tüten cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal abonniert. Wir sehen uns dann nämlich hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!